Momentensatz für einen beschleunigten Bezugspunkt. Momentensatz. Nein, Gott. Also ich halte ich das falsch. Momentensatz. Oh Gott. Kugelschreiber muss ich zuerst machen. Dann muss ich das weg. Beschleunigter Momentensatz. Für beschleunigten Bezugspunkt. Und ich habe da ja die Beschleunigungen da aufgeschrieben. Für den Punkt B. Ja, ich nehme das hier wieder her. Auf 4,4 zum Beispiel habe ich das da hier gemacht auch. Ich zeichne es aber nochmal her. Diese Situation, ein Körper in der Ebene, gegeben durch seine zwei Koordinaten xb, yb ist die Lage und durch den Winkel gegenüber der Nullrichtung. Das ist eigentlich jetzt die Ausgangssituation. Wir nehmen dann wieder ein kleines Elementchen des Körpers hier heraus, ein dm. Das ist der Winkel psi, sagen wir, und das r. Und die Lage dieses Punktes ist ja durch x und y im absoluten System jetzt bekannt. Also das ist der Bezugspunkt B. B ist ja im Grunde ein beschleunigter Punkt. Wir nehmen also als Bezugspunkt B. Das ist der Punkt xb, yb. Seine Beschleunigungen sind x2.b, y2.b. Und wenn ich dann noch die Drehung kenne, die Drehung aus phi, dann habe ich die Drehbeschleunigung phi2. Damit ist die Beschleunigung meines Punktes xy, kann ich jetzt so anschreiben, dass ich sage, es ist einerseits die Systembeschleunigung. Systembeschleunigung heißt diese Beschleunigung x2.b, y2.b. Wenn der Körper keine Drehbewegung macht, sondern nur Translation, wenn also phi konstant bleibt, dann muss jeder Punkt dieses x2.b und y2.b die Beschleunigung des Bezugspunktes mitmachen. Es hat ja dann jeder dieselbe Beschleunigung. Das heißt, mein Punkt xy da oben, das kleine dm, hat selbstverständlich das x2.b und das y2.b. Jetzt denke ich mir im nächsten Schritt eine Drehung um b mit phi, phi-Punkt, phi-2-Punkt. Aus der Drehung um b beschreibt mein dm ja eine Kreisbahn und kriegt auf die Weise zwei Beschleunigungen, die Zentripetale, r phi Punkt Quadrat und die Umfangsbeschleunigung, r phi 2 Punkt. Sodass die gesamte Beschleunigung des Elementes dm jetzt aus den beiden blauen und den beiden roten Vektoren besteht. Das ist die Gesamtbeschleunigung. Also das eine aus der Translation, da macht jeder dasselbe mit. Und das zweite aus der Drehung um B. R phi 2 Punkt ist die Umfangsbeschleunigung und R phi Punkt Quadrat die zentripetale Beschleunigung. Der Abstand R kann sich ja nicht ändern, ist ein fester Körper. Ne? Und nun ja, bilde ich die Summe der Momente um B.
dieser Massenbeschleunigungen. Moment der Massenbeschleunigungen bezüglich B. Moment der Massenbeschleunigungen Das ist Massenbeschleunigung, ist ein Kunstwort, nicht? Das heißt im Grunde Masse mal Beschleunigung, nicht? dm mal x2 Punkt, um b. Dann heißt das, denken Sie sich dieses dm r phi Punkt Quadrat gebildet. Dann geht es ja durch den Punkt b durch, gibt also keinen Anteil. Das dm r phi 2 Punkt, das dm r phi 2 Punkt hat einen Hebelarm r. Das ist also das Moment vom dm r phi 2 Punkt, linksdrehend, positiv. Dann sehen Sie das y plus, das dreht gleich, dm y 2 Punkt, B, das Rote, das da oben angreift, hat einen Hebelarm x minus xb. Nicht? Dreht so. Und das dm x2 Punkt dreht ja negativ. Wenn die positive Phi-Richtung links drehen, ist das jetzt ein negatives Momentum B. Nicht? Und dieses B dreht dieses dm x2 Punkt am Hebelarm y minus yb. Also das sind die Momente der Massenbeschleunigungen des dm. Und wenn ich das Ganze jetzt integriere über den ganzen Körper, dann kriege ich die Summe der Momente der Massenbeschleunigung. Also jetzt folgt die Integration. Ja? R phi 2 Punkt, wenn Sie eine Bewegung auf einer Kreisbahn haben, nicht? Dann, und das sei der Winkel phi und das ist r, dann ist ja das ds, ist ja das r mal d phi. Wenn Sie dadurch dt dividieren, dann kriegen Sie heraus ds nach dt und das ist ja das v. Nicht? Dann steht hier die Geschwindigkeit v. V ist r phi Punkt. Und wenn Sie jetzt das nochmal ableiten, dann kriegen Sie ja diese Komponente. Sie sehen, das ist jetzt die Beschleunigung. R phi 2 Punkt. Weil r phi Punkt ist die Geschwindigkeit, dann ist die Beschleunigung in tangentialer Richtung das a tangential. Ist jetzt r phi 2 Punkt. Und die zweite Komponente, das ist ja die Komponente nach innen, das ist das r phi Punkt Quadrat. Also immer auf der Kreisbahn gibt es die zwei Beschleunigungskomponenten. Das ist das v Quadrat durch r eigentlich, nicht? Weil wenn Sie v Quadrat bilden, heißt es r Quadrat phi Punkt Quadrat durch r. Dann ist das r phi Punkt Quadrat. Das sind die beiden Beschleunigungen aus der Drehung um diesen Punkt mit r konstant. Wenn das so rotiert und natürlich immer schneller wird, r phi 2 Punkt, r phi Punkt Quadrat nach innen. Und das kommt dazu, weil die Bewegung besteht ja aus der Translation, indem Sie das Ganze parallel verschieben. Nicht? Wir haben ja gesagt, wir verschieben einfach den ganzen Körper ohne Drehung bei konstantem Winkel phi mit x, b, y, b. Da beschreibt er eine Bahnkurve, nicht? Indem er einfach so hier verschoben wird. Nicht? Das wäre eine konlinige Translation, nicht? Der macht keine Drehung. Und jetzt muss jeder Punkt muss dasselbe mitmachen. Und zusätzlich kommt aber noch die Drehung dazu. Und den Punkt. Und dann macht er ein R phi 2 Punkt aus der Winkelbeschleunigung und ein R phi Punkt Quadrat kriegt er aus der phi, also aus der Zentripetalbeschleunigung. Also die zwei blauen Komponenten sind die Anteile aus der Drehbewegung, d
denken Sie sich bei B eine Achse durchgesetzt, eine feste Achse, dann hat jeder Punkt sein R Phi Punktquadrat nach innen, weil ja jeder eine Kreisbahn beschreibt. Und sein R Phi 2 Punkt auf der Kreisbahn, in der Tangentenrichtung. Und die Summe aus diesen beiden roten, den beiden blauen, das ist die gesamte Beschleunigung des Massenelementes. Und das Moment dieser Massenbeschleunigung, sagt der Momentensatz, muss gleich sein dem Moment der äußeren Kräfte, die auf den Körper wirken. Weil die inneren Kräfte als Wechselwirkungskräfte sich aufheben und kein Moment geben. Und wenn wir das jetzt integrieren über M, dann habe ich da ja Integration, ich schreibe jetzt noch das N daher, R, die Punktquadrat, nicht? Das sind die beiden auf der Kreisbahn. Bei der Drehung um B. Integration über M gibt jetzt Integral R Quadrat Phi 2 Punkt dm plus Integral das Y 2 Punkt B ist eine Konstante, das könnte ich vorne heraussetzen. Ich schreibe es auch gleich heraus, Y 2 Punkt B mal Integral X minus XB dm minus x2 Punkt b Integral y minus yb dm. Das ist das Moment der Massenbeschleunigung. Und das schreibe ich jetzt wieder weiter. Dann ist das jetzt phi 2 Punkt Integral r Quadrat dm plus y2 Punkt b steht jetzt. Und wenn man das anschaut, dann steht da Integral x dm, das ist das xs mal m, minus xb mal m. Also steht hier xs minus xb mal m. Und da steht x2 Punkt b, das Integral x dm als Nebenrechnung, das ist ja das xs mal m. So ist ja der Schwerpunkt definiert. Wenn ich also überall das Moment xdm bilde, xdm, xdm, dann kriege ich im Endeffekt das xs mal m heraus. Und genauso ist es beim y, da steht dann ys minus yb mal m. Und Sie sehen, was da steht, das Integral r Quadrat m ist ja der Abstand von b. Das ist das Massenträgheitsmoment bezüglich b. Und damit sind wir jetzt beim Momentensatz für den Punkt B, der nicht der Schwerpunkt ist. Sie sehen, da steht dann, nehme das Massenträgheitsmoment Theta B mal Phi 2 Punkt, addiere das Moment der Massenbeschleunigungen des Bezugspunktes bezüglich B, das ist ja dann der Abstand XB. Xs minus xb, also ich muss die Beschleunigung des Bezugspunktes in den Schwerpunkt bringen, dort anbringen und diese Momente mitnehmen. Massenbeschleunigung des Bezugspunktes in den Schwerpunkt gebracht und das entsprechende Moment gebildet und das muss dann gleich sein dem Moment der äußeren Kräfte um b. Denn das ist der Momentensatz für den Punkt b. Und wenn b gleich s ist, also wenn ich vom Punkt, Bezugspunkt b, das ja ein beliebiger Punkt ist, nicht, wieder auf den Schwerpunkt gehe, dann sehen Sie, dass ja das xs minus xb 0 wird, wenn ich die zusammenfallen lasse, und das yb minus ys auch, ys minus yb ist 0, und ich bin die beiden Terme wieder los. Und dann heißt der Satz Theta S Phi 2 Punkt in der einfachen Form ist gleich MAS. Also, Sie sehen bezüglich des Schwerpunkts, schaut er aus, der Drahtsatz oder der Momentensatz, wie für eine feste Drehachse. Bezüglich eines beliebigen Punktes B angeschrieben, muss ich die Beschleunigungen des
Punktes B in den Schwerpunkt bringen und diese Momente auf der linken Seite als Massenbeschleunigungsmomente noch dazugeben. Und ich dachte, ich wende das jetzt an auf ein Beispiel. Folgendes Beispiel. Ein Fahrzeug beschleunigt mit konstanter Beschleunigung, beschleunigt mit A. Und wir haben da eine offene Tür. Die Tür sei Masse M, Länge L und das Ganze schaut vielleicht so aus. Von oben gesehen das Fahrzeug, das hier mit A beschleunigt. Da ist die Tür drehbar in B. Die steht so offen. Das ist das M und vielleicht so. Das ist der Winkel Alpha und die wird nun natürlich so zugeschlagen werden. Also, es ist quasi das unser Punkt B. Ich zeichne vielleicht den Winkel, schreibe ich gleich Phi hin, dann habe ich einen beliebigen Winkel. Und dann kann ich sagen, das war die Ausgangssituation, da ist mein Fahrzeug, fährt da x2 Punkt gleich a, das ist das x vom Fahrzeug. Und die Frage ist, wenn es am Anfang phi gleich alpha war, wie schlägt die Tür da zu? Das heißt, ich schreibe eigentlich für diesen Stab, den Momentensatz bezüglich B an. Das ist ein beschleunigter Punkt, das x2-Punkt B ist ja gleich das kleine a. Der Gelenkpunkt der Tür wird ja beschleunigt wie das Fahrzeug und das ist jetzt mein Phi. Wenn das der Schwerpunkt S ist, heißt es nun, bringe die Beschleunigung des Bezugspunktes in den Schwerpunkt, das ist das hier, das ist das x2-Punkt B in S, und nehme dieses Moment zum Moment Theta B Phi2-Punkt dazu. Also steht hier der Momentensatz nun so, Theta B Phi2-Punkt, wir sehen, das dreht ja nach links positiv, meine Koordinate ist ja links drin positiv, Theta B Phi 2 Punkt minus, jetzt sagen wir, das sei L halbe meinetwegen, minus Masse der Tür mal X 2 Punkt B mal L halbe mal Cosinus Phi ist gleich Summe der Momente der äußeren Kräfte um B, die natürlich positiv in der Phi-Richtung sind. Na, wenn ich da keine Kräfte habe, dann muss das Null sein, nicht? Sei denn, es ist in der Tür eine Reibung oder weiß Gott was, da könnte man natürlich dann ein Moment um B haben, nicht? Wenn ich da eine Reibung drinnen habe. Wir sagen, das ist Null, keine äußeren Momente. Das x2-Punkt B ist das A,
Sie sehen, in der Richtung habe ich schon eingetragen. Ich muss einfach die Beschleunigung des Bezugspunktes da oben anbringen, weil es ja darum geht, wie ist denn die Gesamtbeschleunigung jedes Elementes? Na, dass jedes Element, wenn ich den Türwinkel konstant halte, dann müssen alle mit A nach rechts fallen. Nicht? Und jetzt halte ich B konstant, dann haben sie noch die Drehung. Und das gibt das RFI-2-Punkt. Nicht? Das RFI-Punkt-Quadrat gibt kein Moment. Und das RFI-2-Punkt mal Moment gibt R-Quadrat. DM für 2-Punkt und das ist dann das Theta B. Also gesucht ist ja die Bewegung der Tür Phi von T. Nicht? Die ist ja gesucht. Wie schlägt die Tür relativ zum Fahrzeug jetzt zu? Das heißt also jetzt Theta B Phi 2-Punkt ist dann gleich M mal A, Beschleunigung des Fahrzeugs, L halbe Cosinus Phi. Und wenn man das integriert, mit Hilfe der zeitfreien Gleichung wieder, wenn Sie es so wollen, zeitfreie Gleichung, wir sagen Phi 2-Punkt wird ersetzt durch D Phi-Punkt Quadrat halbe nach D Phi. Weil Phi 2-Punkt D Phi ist ja nichts anderes als Phi-Punkt D Phi-Punkt. Wenn ich also da multipliziere mit d phi, dann steht hier theta b phi 2 Punkt d phi ist gleich m mal a l halbe Cosinus phi d phi. Dafür setze ich jetzt phi Punkt d phi Punkt, weil das eine Identität ist, und habe Theta B, wenn ich es integriere, Integration Phi Punkt Quadrat halbe ist gleich M Beschleunigung L halbe Sinus Phi plus C. Also wenn ich unbestimmt integriere, muss ich immer C dazu setzen und sage nun, am Anfang war bei t gleich 0, Anfangsbedingung, Anfangsbedingung heißt phi gleich 0, dann war sie Sperrangelweite auf 90 Grad offen, phi gleich 0, phi Punkt gleich 0, dann wird sogar das C gleich 0 und ich habe die Winkelgeschwindigkeit Phi Punkt ist gleich Wurzel aus und zweier kann ich kürzen M Masse mal Beschleunigung, A ist jetzt die Beschleunigung, nicht das Fahrzeug, durch Theta B mal Sinus von Phi. Und Phi gleich am Ende, sagen wir, Phi gleich Pi halbe, und dann ist Sinus Phi gleich 1, also die Phi Punkt bei Pi halbe, die Winkelgeschwindigkeit, ist eben dann die Wurzel aus MA durch Theta B. Beschleunigtes Fahrzeug. Ich habe da so einen anderen Fall noch. Ja gut, wir könnten das noch anders formulieren. Nämlich so eine Gondel. Weiß ich, das war irgendwo in Süddeutschland vor ein paar Jahren. Nicht? Das ist die Gondel, hat sich der Talstation genähert und die Bremse hat nicht richtig funktioniert und jetzt ist eine Notbremsung gemacht worden. Das heißt, es wird also dann stark abgebremst und dadurch schwingt jetzt die Gondel aus und die ist dann in die Talstation noch hineingeschwommen. Also das wäre auch ein Beispiel, wo man sagen kann, na gut, da könnte ich mit Vorteil verwenden, denn Drahtsatz bezogen auf einen beschleunigten Bezugspunkt, nämlich
weil man dann vermeidet, Reaktionskräfte einzuführen. Ich hätte ja hier auch den dreisatzbezüglichen Schwerpunkt verwenden können, habe aber dann die Kräfte im Auflager B drinnen und muss die dann erst wieder eliminieren, was kein großes Malheur wäre, aber wenn man gleich dort, denn das Moment bildet man ja gern dort, wo man Reaktionskräfte vermeidet, nicht? Und auf die Weise brauche ich dann nicht erst zu eliminieren und zusätzliche Gleichungen aufzustellen.